Die Einführung von Dampfkraft läutete ein neues Kapitel in der Holzverarbeitung ein. Dies gilt auch für das Sägewerk Nahaus in Groenlo, das 1918 durch den Kauf einer horizontalen Einzylinder-Dampfmaschine mechanisiert wurde. Zur Dampferzeugung benötigen sie einen Dampfkessel, der die Verbrennungswärme möglichst vollständig abgibt. In Nahaus gibt es einen sogenannten Cornwall-Kessel mit einem durchgehenden Feuerwerk, der mit Holz befeuert wird, auch Feuerrohr genannt. Das Sägewerk ist eines der wenigen noch in Betrieb befindlichen dampfbetriebenen Sägewerke und wahrscheinlich das einzige seiner Art. Vor der Modernisierung war es eine Räderwerkstatt, in der noch auf altmodische Weise Holz von Hand gesägt wurde. Nach der Installation der ersten Dampfmaschine erschien eine zweite, gekoppelt mit einer 110 Volt Gleichstromlichtmaschine. Dies ist auch ein einzigartiges Beispiel und kam aus einer Milchfabrik. Das Arbeiten mit Dampf erfordert Vorsicht und Sicherheit. Deshalb verfügt ein Dampfkessel über zwei spezielle Ventile, die bei Überdruck öffnen. Außerdem verfügt der Boiler über ein Ablassventil, das überschüssiges Wasser abspritzen kann. Dies geschieht am Ende des Tages, damit auch eventuelle Verunreinigungen entfernt werden. Die Wasserstandsgläser zeigen den Wasserstand des Kessels an und sind mit Signalgebern ausgestattet, die rechtzeitig warnen. Ist beispielsweise der Wasserstand zu niedrig, gibt die schwarze Pfeife ein Warnsignal ab. Dieses System ist clever zusammengestellt. Ein Metallpfropfen schmilzt bei Kontakt mit Dampf und erzeugt dadurch einen lauten Alarm. Das besondere Dampfsägewerk lief bis zu seiner Schließung 1977 auf Hochtouren. Ende des 20. Jahrhunderts folgte eine aufwendige Restaurierung, die zu einem funktionierenden Museum führte, das mehrmals im Jahr seine Pforten für neugierige Besucher öffnet.